Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Gregor Katsios und ihr kennt mich vielleicht als Moderator und Redakteur bei Rocket Beans TV. Ich bin da zuständig für Formate wie den Retro Club, den Future Club. Ich bin der Host vom Nerd Quiz. Ich mache mit Kollege Simon Kretschmer zusammen die Spiele mit Bart Retro Trash Let's Play Reihe. Ich bin der Host und Erfinder des Plauschangriff Podcasts, den ich schon seit 2009 betreue, seit den guten alten MTV Game One Zeiten der TV-Show, wo ich als Redakteur und Redaktionsleiter unterwegs gewesen bin. Darüber hinaus bin ich seit auch über 20 Jahren privat im Internet unterwegs. Gregs-rpgheaven.de war in den 90ern ein kleines Outlet für mich, wo ich ein bisschen HTML üben konnte und kleine Reviews geschrieben habe. Und mittlerweile ist es ein regelmäßig bestückter YouTube-Kanal mit über 50.000 Abonnenten und 12 Millionen Views, wo ich regelmäßig euch Reviews bieten kann, Gedankensprung-Podcasts, solche Specials wie zum Beispiel die Videoreihe der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten. 2 Jahre lang habe ich da fast wöchentlich ein kleines History-Video produziert. Solche Sachen wie ausgepackt Unboxings sind mit dabei. Und ich werde in der nächsten Zukunft mein Engagement bei den Rocket Beans ein klein wenig runterfahren. Ich werde weniger Zeit da verbringen und mich da auf spezifische Projekte konzentrieren. Dadurch bekomme ich mehr Freiräume, um mich persönlich ein bisschen aufzuruhen, denn es ist wirklich immer ein Arsch voller Arbeit, die man anstellt. Aber ich will die Zeit auch dafür nutzen, private Projekte ein bisschen anzuschieben. Das Ding ist, durch die frei gewordene Zeit muss ich aber dann noch schauen, wie ich finanziell dann diese Lücke stopfen kann. Und das könnte ich entweder so machen, dass ich mir neue Jobs suche, die aber dann auch diese Zeit in Anspruch nehmen, ob ich neue Texte oder neue Schnittarbeit mir für andere Projekte daran suche. Oder ich würde zumindest gerne mal die Möglichkeit probieren und euch die Chance geben und mal sehen. Ich weiß auch gar nicht, was ich hiervon erwarten kann. Es kann weder was zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. Mal sehen, wie es ist, dass ihr mich über Patreon zumindest mit einem gewissen kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt, um mir diese Freiräume zu schaffen, mehr Stuff gerne auf Gregs RPG Heaven zu machen, mehr von eigenen Projekten anzuschieben. Als Beispiel, ich habe regelmäßig früher es geschafft, die Gedankensprung-Podcasts zu machen. Jetzt finde ich leider nicht mehr die Zeit und Gelegenheit und muss daneben schauen, wie ich das mit meinem Zeitmanagement zusammenkriegen kann. Wenn ich jetzt die Freiräume habe und durch eure Unterstützung mir diese Freiräume erhalten kann, dann kann ich zum Beispiel euch auch wieder regelmäßig Gedankensprung-Podcasts zu allen mannigfaltigen Themen und mit verschiedenen Gästen anbieten und die auch als Video oder Podcast euch zur Verfügung stellen. Oder als Beispiel die Top 101 der RPG habe ich erwähnt, wenn ich die Freiräume habe, ich hätte schon Bock, auch gerne eine Nachfolgeserie zu machen. Da zum Beispiel die Top 101 der besten Action-Adventures oder Horrorspiele oder Geheimtipps zu machen, das würde mir auch eine Möglichkeit geben. Plus andere Sachen die Möglichkeit wären. Ich habe lange Zeit einen Livestream für EMP gemacht, den Vertrieb von Merchandise, und für die habe ich eine wöchentliche Twitch-Show produziert. Warum nicht auch wieder irgendwelche Räume schaffen, wo ich dann Livestreams regelmäßig anbieten kann und mit euch online dann Stuff anstellen kann? Das soll es mir ermöglichen, und da würde ich gerne mal diesen Testballon starten und schauen, ob über Patreon hier es möglich ist, dass, wenn ihr mich unterstützen wollt für die Arbeit, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, und dass ich mir die Möglichkeit erhalte, noch mehr Content für euch anzubieten und dadurch wieder ein bisschen frischer und entspannter und mit neuem Elan an diese ganze Arbeit gehen kann. Ihr werdet natürlich weiterhin den ganzen Content bekommen, den ich auf Rocket Beans TV produziere. Ihr werdet weiterhin die Sachen, die ich sowieso für Gregs RPG Heaven mache, bekommen, und das brandneue Projekt Plauschangriff.de, das Archiv von allen Podcasts, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Da werden alle Plauschangriffe von der Game One Zeit vorhanden sein. Da werdet ihr an alle Plauschangriffe kommen, die auf Rocket Beans TV sind und in der Zukunft kommen werden. Alle Sachen, die im Gedankensprung-Feed aufgetaucht sind, vielleicht sogar nochmal exklusive Sachen, die kriegt ihr da zum Beispiel dann oben drauf, und das bleibt euch alles erhalten. Aber wenn dann noch die Möglichkeit da ist, dass ihr gerne das, was ich mache, damit unterstützt und damit mir die Möglichkeit gebt, dann noch mehr zu haben und mehr Freiräume zu schaffen, meine Projekte auszuleben, das würde mich freuen. Das ist das, was ich sagen wollte. Es würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt, und ich war der Gregor.